Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du dabei bist. Ich heiße Max und heute gibt es einen kleinen Literaturbericht, ein Status-Update zur Kalenderwoche 9. Was lese ich gerade, was will ich lesen und was habe ich gelesen? Heute ein bisschen kürzer, es gibt nicht die ausführliche Rezension eines Klassikers, sondern im besten Fall heute etwas prägnanter, wahrscheinlich aber einfach ein bisschen kürzer. Ich wünsche euch viel Spaß. Ja, Astrid, meine Mitpodcasterin vom Kettenleser-Podcast, hat gesagt, dass wir uns auf jeden Fall mal mit Djevat Karahasan beschäftigen sollen, wofür ich ihr sehr dankbar bin. Es handelt sich hierbei um einen jugoslawischen Autor, der uns die eingeschlossene Stadt Sarajevo nahebringt. Sein Roman heißt Einübung ins Schweben und hier unten sehen wir übrigens auch, so in der Sandwüste gelegen, so wirkt das zumindest, die Stadt Sarajevo, die heutige Hauptstadt von Bosnien-Herzegowina. Ja, eine wunderschöne Stadt, wie ich jetzt herausgefunden habe, früher auch eine sehr reiche, sehr vielfältige, tolerante, offene Stadt. Der Krieg hat vieles zerstört, hat nicht nur Menschenleben gekostet, sondern hat offenbar auch so ein gewisses Flair angeknackst. Das habe ich jetzt zumindest auch in einem Interview im Schweizer Fernsehen nochmal herausgefunden. Da haben zwei Bosniaken über ihre Erfahrungen gesprochen und auch über die heutige Situation. Denn in den 90er Jahren war Sarajevo 4 Jahre lang eingeschlossen, auf den Hügeln und Bergen rundherum, da standen die Panzer und Geschütztürme der Serben und haben eben täglich Granaten hineingeschossen. Zehntausende Menschen sind gestorben, eine große Tragödie. Direkt vor unserer Haustür sozusagen in Europa, auch ein Krieg, den ich kannte, aber den ich auch lange Zeit dann wieder verdrängt oder vergessen hatte und der mir dadurch jetzt wieder auch ins Bewusstsein gerufen wurde, was sicherlich wichtig ist. Für mich ist das so ein Pulverfass, beziehungsweise so ein undefinierbares Gebilde, diese Balkanhalbinsel. Also ich habe immer den Eindruck, dass ich das national und religiös und geschichtlich nicht ganz durchsteigen könnte und dass ich das erst studieren müsste, um zu verstehen, was dort eigentlich nach der Auflösung der Sowjetunion und nach der Auflösung von Jugoslawien passiert ist. Aber ich denke, es ist dennoch wichtig und dieses Buch ist für mich ein literarisch wertvoller Anfang. Ja, es geht natürlich um verschiedene Personen, die hier in der Stadt eingeschlossen sind, die mal unter Todesangst leiden und es sterben natürlich auch Menschen. Sie werden von Granaten zerfetzt. Sie verwandeln sich letztlich in rote Rosenblüten. Das sind Bilder einer ganz bizarren, grausamen Schönheit, die hier aufgerufen werden. Sie freunden sich aber auch an, sie lachen miteinander, sie tanzen, trinken, haben Spaß, verlieben sich, haben Sex, denn 4 Jahre lang geht das Leben natürlich weiter. Und gleichzeitig gibt es auch sehr viele Fragen rund um das Wesen des Menschen. Es wird philosophiert darüber, wie der Mensch sich in einer solchen Situation verhält und was es über sein Wesen aussagt. Ja, schöne Bilder, eine ganz interessante Erzählweise und natürlich thematisch für mich reizvoll. Mit der Erzählweise bin ich nicht ganz warm geworden. Ich habe in manchen Kapiteln nicht richtig verstanden, worum es geht. Ich bin den beiden wichtigsten Protagonisten auch noch nicht so richtig nahe gekommen, aber ich habe noch nur 60 Seiten vor mir. Ich hoffe, dass ich das Geheimnis auch der Erzählweise noch etwas durchsteigen kann, noch etwas besser verstehen kann, mal schauen, was sich da noch so eröffnen wird und dann natürlich auch in der Bearbeitung sozusagen. Vielleicht kommt dann im Nachhinein doch noch ein gewisser Erkenntnisprozess zustande. Es ist auf jeden Fall eine Literatur und eine Erzählweise, die ich selten so kennengelernt habe. Spricht vielleicht auch dafür, dass es eben eine ganz originäre jugoslawische Literatur ist. Denn Karahasan lebt auch in Sarajevo und in Graz, also hat offenbar auch in Österreich seine Wahlheimat gefunden. Was uns auch zu Marlene Strerowitz führt, denn dieses Buch habe ich Astrid vorgeschlagen, zum Vorlesen ist es vielleicht auch ein bisschen zu umfangreich. Es handelt sich um den Roman Tage im Mai. Strerowitz entführt uns nach Wien, auf den Prater. Ich vermute, es geht um TikTok, es geht um neue Medien, um den Impfpass. Ich vermute also, dass es definitiv auch um moderne, aktuelle Diskurse geht. Strerowitz ist, zumindest so wie ich sie kennengelernt habe, eine sehr komplex schreibende Literatin, die ihre Leser ganz gerne aufs Glatteis führt. Auch manchmal die Bezüglichkeiten innerhalb der Geschichte verschwimmen lässt, sodass man manchmal vor einem Rätsel steht. Kurz gesagt, ich glaube, es wird schwierig, es wird komplex, aber hoffentlich eben auch spannend und schön. Ein Buch, das ich vermutlich am nächsten Wochenende beginnen werde. Unter der Woche kann ich Strerowitz, glaube ich, nicht lesen. Wenn ich da in der Arbeit eben auch viel zu tun habe, dann am Abend auch mit einem gewissen vollen Kopf zu Hause bin,
Da glaube ich, ist Strerowitz für mich nicht mehr das Richtige. Da würde mein Gehirn einfach sozusagen nach unten fahren wie ein überlasteter Computer. Und da brauche ich etwas anderes. Und an der Stelle kommt meine Steady-Community ins Spiel. Ihr kommt vielleicht ins Spiel, denn ihr könnt natürlich in jedem Monat wieder ein Buch mir vorschlagen, das ich eben zeitnah lesen und auch rezensieren werde. Und ich werde bald wieder, also heute oder wahrscheinlich morgen, werde ich die Bilder reinstellen ins Netz und ihr könnt euch dann für einen Roman entscheiden, vielleicht auch für ein Sachbuch. Auch das gibt es auf meinem Regal der Vorfreude. Ja, ich hätte persönlich gerade schon Lust auf etwas Unterhaltsameres, auf etwas Einfacheres, aber ich möchte natürlich hier auch niemanden beeinflussen, nicht wahr? Das ist ganz eure Sache, was ihr eben von mir sozusagen gelesen und rezensiert haben wollt. Ja, und es gibt ein Buch, das ich abgebrochen habe, nämlich Ferdi Durke von Witold Gombrowicz, diesen polnischen Klassiker, der für mich irgendwann einfach keine Freude mehr machte. Für mich ist das hier eigentlich ein ganz gutes Bild für meine Lektüre-Erfahrung, ein hochkomplexer Apparat, dessen Funktion und Sinn ich aber nicht durchschauen kann. Und dieses Buch gibt mir einfach zu wenig zurück. Ja, ich bin in einer Phase meines Lebens angelangt, Sätze, die so beginnen, enden meist seltsam, in der ich einfach nicht mehr um jede Seite kämpfen will. Also ich glaube, die Zeit ist vorbei, in der ich mich wirklich wie in einen Box-Zweikampf hinein bewegt habe. Wenn ich ein Buch vor mir hatte, dann gab es Phasen in meinem Leben, gerade im Studium, in denen ich ein Buch einfach tatsächlich richtig schön durchsteigen und niederringen wollte, ganz egal, wie schwierig es war. Aber die Zeiten sind jetzt vorbei und dieses Buch ist für mich aufgrund seiner absurden, abstrusen Erzählweise einfach nicht wirklich angenehm. Ja, ich habe natürlich versucht, es auf die polnische Gegenwart 1930 zu beziehen, auf den Kampf der Kommunisten gegen die Faschisten, aber immer wenn ich den Eindruck hatte, dass ich einer Figur nahe gekommen bin, hat mir Gombrowicz irgendwie einen Knüppel dazwischen geworfen und ich stand wieder auf Null und das macht mir offen gestanden keine Freude. So, von dem her ein Abbruch, vielleicht werde ich es in den Ferien wieder zur Hand nehmen, wenn nicht, ist das auch nicht schlimm. Dann habe ich einen russischen Klassiker gelesen oder einen ukrainischen älteren Literaten, Antoni Pogorelski, Der Doppelgänger oder Meine Abende in Kleinrussland, aus dem Jahr 1828. So sieht es aus, erschienen im Mitteldeutschen Verlag. Und an der Stelle, ich habe es schon zwei, dreimal erwähnt, möchte ich an dieser Stelle auch wieder betonen, dass ich es so schön finde, wie der Mitteldeutsche Verlag hier durch Zeichnungen, durch Radierungen, einfach durch kleine grafische Elemente die Geschichte noch einmal auffängt und eben behandelt. Ja, von diesen Seiten gibt es einige, die tatsächlich gut zur Geschichte passen. Also die sind extra dafür angefertigt worden, was natürlich Zeit und Geld kostet und was deshalb auch honoriert werden sollte. Diese Geschichte, wie gesagt, von 1828, ja, auf dem Höhepunkt der Romantik, der schwarzen Romantik, aber auch natürlich der amorösen Leidenschaftsromantik, beides ist hier enthalten. Die Rahmenerzählung ist kurz berichtet, dass ein adeliger Mann langweilt sich und plötzlich kommt am Abend sein Doppelgänger an. Und der Doppelgänger auf Russisch heißt Dvojnik, deswegen heißt der Mann Dvojnik. Dvojnik erzählt unserem russischen Adeligen jetzt einige Geschichten am Abend. Diese Geschichten drehen sich meist um Geister, um Wiedergänger, auch um Doppelgänger. Ja, allein das ist natürlich ein sehr beliebtes Motiv. Abend für Abend wird eine Geschichte erzählt, relativ kurz meistens. Das Buch ist ja auch nicht besonders umfangreich. Diese Geschichten haben schon ganz gut angefangen für mich. Eine spielt zum Beispiel in Moskau 1812, in der Zeit der französischen Belagerung. Ein großer Brand wütet. Ein junger Offizier entscheidet sich in letzter Sekunde, dass er sich doch seiner Armeefraktion anschließen wird, um den kleinen Franzosen zu vertreiben. Als er zurückkehrt, da ist das heimische Haus verbrannt. Die Mutter ist gestorben und die Geliebte sitzt als Geist auf der Bank, auf der man sich ewige Liebe geschworen hat. Das ist also durchaus ja eine Geschichte, die mir ganz gut gefallen hat. Die ist relativ komprimiert und kurz. Ich würde aber jetzt auch nicht sagen, dass es sehr innovativ ist. Also man ahnt schon immer relativ schnell, worauf es hinauslaufen wird. Manche Geschichten waren in meinen Augen auch etwas abgekupfert. Also gerade eine Geschichte rund um zwei junge russische Adelige, die nach Leipzig reisen, um dort zu studieren und auf einen Uhrmacher oder einen Mechaniker treffen, der eine wunderschöne Tochter hat, die aber sich nur manchmal bewegt und ansonsten immer relativ starr, aber wunderschön am Fenster sitzt und den einen jungen russischen Adeligen letztlich um den Verstand bringen wird. Aber wir wissen natürlich, wenn wir E.T.A. Hoffmann gelesen haben, was passiert, ohne dass es psychologisch
so intensiv wäre, ohne dass ich auch diesen Gruselfaktor bei Hoffmann hier gespürt hätte. Und warum ein so offensichtliches Plagiat, das weiß ich nicht. Vielleicht gibt es ja noch eine gemeinsame Vorlage, aber ja, das fand ich jetzt doch einfach etwas enttäuschend, wie das hier eben letztlich kopiert wurde. Eine Geschichte dreht sich auch um etwas, was man vielleicht bei Jean-Jacques Rousseau gelesen hat, nämlich in seiner Abhandlung über den Ursprung der Ungleichheit unter den Menschen, falls diese Abhandlung so heißt. Genau, da schreibt Rousseau ja von naturwüchsigen, friedvollen, wunderbaren Menschen, die auf Borneo und Sumatra leben, so ein Idealbild des Menschlichen. Und auch Voltaire wusste damals schon, lieber Rousseau, wenn du möchtest, dass du zum Affen wirst, dann geh doch einfach auf alle Viere und krabbel durch die Gegend. Denn wahrscheinlich meinte Rousseau auf Borneo eher Orang-Utans. Und in diesem Buch gibt es daher eine Geschichte, in der ein junger Mann oder eigentlich ein Kind noch von einer Affendame aufgezogen wird, was erstmal halt auch wunderschön ist, skurril, besonders. Aber das wird dann überführt in eine Geschichte, die ich doch relativ konventionell sehr schnulzig und kitschig fand. Und eine Geschichte, die hat dem Ganzen wirklich den Boden, dem Fass, den Boden ausgeschlagen. So war zumindest meine Wahrnehmung. Da wird, wie aus heiterem Himmel, ich habe nicht verstanden, warum diese Geschichte, dieser Essay hier hineinmontiert war, der wird auf eine ganz fürchterlich neurotisch enervierende Art und Weise über die Intelligenz oder meistens über die mangelnde Intelligenz der Bürger gesprochen. In Form eines Sterndiagramms werden erstmal mögliche Intelligenzposten sozusagen zusammengefasst. Sowas wie Erinnerungsleistung, Eloquenz, generell vielleicht auch Witz, ja, dann so etwas wie gesunder Menschenverstand, räumliche Wahrnehmung, Überzeugungskraft, bla bla bla. Und dann wird halt gesagt, so Menschentypen haben diese besonderen Fähigkeiten und diese Schwächen, und dann wird letztlich eigentlich in so einer sehr banalen Zivilisationskritik davon berichtet, dass der heutige Mensch halt nicht mehr so intelligent sei oder diese und jene seien weniger intelligent. Und ich dachte beim Lesen immer, es hat sich wirklich ganz unangenehm angefühlt, so einen Schmarrn zu lesen, so einen oberflächlichen, banalen und pseudowissenschaftlichen Schmarrn. Ich hatte immer gehofft, dass gleich so eine witzige Pointe kommen würde wie, aber wie könnten wir so etwas überhaupt wissenschaftlich erweisen, da wir doch selber eigentlich erwiesenermaßen die Dümmsten sind. Das hätte ich lustig gefunden. Ja, das wäre irgendwie eine Pointe gewesen, aber nee, es gibt keine Pointe. Das ist offenbar von Pogorelski so hineinmontiert, weil er den Gedanken ganz interessant fand. Ja, von dem her, eine Geschichte, ich würde mal sagen, so, wie gesagt, es sind ja so ein paar Erzählungen durchaus, die man separiert lesen kann. Und immer so auf Seite 2, Seite 3 hört man halt die Nachtigall. Nachtigall, ich höre dir trapsen, ich weiß, wo es hingeht. Und so kommt es dann auch. Und von dem her war das für mich vielleicht die erste russische Literatur seit langer Zeit, die mich nicht überzeugen konnte. 4 von 10 Punkten. Patrick Süskind, Das Parfüm, habe ich gelesen. Die Geschichte eines Mörders. Natürlich ein moderner Klassiker. Es gibt einen Film. Es ist eine sehr beliebte Lektüre. Ja, Millionen Leser haben dieses Buch gelesen und gefeiert. Und für mich ist es Schullektüre. Ich habe es mit meiner 8. Klasse gelesen. Ich hatte Lust drauf und ich dachte, meiner 8. Klasse würde das auch ganz gut gefallen. Ich komme erstmal auf meinen Eindruck ganz kurz. Ich fand das Buch großartig. Die Geschichte von Grenouille, diesem so hochbegabten Schnüffler und Riecher, der gleichzeitig keinen Eigengeruch hat, die fand ich aus verschiedenen Gründen einfach ganz, ganz hervorragend. Einmal ist da dieses Kolorit. Ja, wir erleben diese Zeit in Paris in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts hautnah mit, also wie uns hier Patrick Süskind eben durch seinen Wortreichtum in diese Zeit einführt, mit zahlreichen französischen Begrifflichkeiten, mit zahlreichen Details rund um das Olfaktorische, mit sehr vielen derben Dialogen. All das fand ich einfach stimmungstechnisch großartig gelöst. Ich mochte die Geschichte, weil sie spannend ist. Ich mochte die Nebenfiguren Baldini. Ich mochte auch die abstrusen Theorien, zum Beispiel die des Adeligen im Süden Frankreichs, der davon überzeugt ist, dass es ein letales, was ist es denn, ein Odem, ja, einen letalen Duft aus der Erde gebe, der die Menschen dann letztlich in ihrer Kreatürlichkeit niederwerfe. Und Grenouille erscheint ihm so der perfekte Beleg für seine Theorie zu sein. Das ist so schön abstrus, aber es passt auch zu diesem 18. Jahrhundert, das an Abstrusitäten nun mal reich war. Ich finde die Mordgeschichte dann in Grasse sehr spannend. Ich mag wirklich auch, mit welcher Wortmächtigkeit, wie gesagt, hier letztlich das Thema des Parfüms behandelt wird. Dass hier so viel recherchiert wurde, ja, das muss einfach so sein. Und für mich ist das ein Meisterwerk, eines, das kaum wiederholt werden könnte von Süskind. So habe ich das wahrgenommen. Ja, und von dem her, und selbst wenn es in manchen Elementen vielleicht so überdeutlich zu sein scheint, ja, so eine einfache Abenteuergeschichte zu sein scheint, so habe ich das nicht gelesen.
Für mich waren zum Beispiel auch solche Elemente sehr spannend, die meine Schüler eher langweilig fanden, zum Beispiel als sich Grenouille 7 Jahre in eine Höhle zurückzieht, im Zentralmassiv Frankreichs, weit weg von anderen Menschen, weil er die nicht mehr riechen kann, und sich dann in eine Art von innerem Gedankenpalast flüchtet, um dort sein imaginiertes, sehr reiches Leben der Gerüche zu leben, dann fand ich das wunderschön und das hat mich auch erinnert an zum Beispiel Inception. Ja, solche Ideen, dass du eine Bewusstseinsebene in einer anderen Ebene hast und das war ja vor Inception und wird eben auch hier wieder mit einer opulenten Sprache ja letztlich vor den Leser gemalt, vor die innere Leinwand. Das ist wunderbar. Also das ist Literatur, für die man dann letztlich lesen gelernt hat, würde ich sagen. Ne? Und man kann dieses Buch natürlich auch auf einer psychologischen oder soziologischen Ebene lesen. Grenouille als der Einzelgänger, als der Außenseiter, der durch seine besonderen Fähigkeiten, durch seine Genie letztlich von dieser konformistischen Gesellschaft entrückt ist und der nichts anderes will, als ein Teil der Gesellschaft zu werden, nicht wahr? Und der sich dafür dann einen Geruch erstellen muss, der ihn wahrnehmbar macht, aber eben auch unauffällig macht gleichzeitig. Und diese schöne Szene, als ihm in einer Kirche plötzlich einfach nur en passant ein kleines Baby in die Hand gedrückt wird, das er mal kurz halten soll, das ist ein Moment, den ich auch richtig gefühlt habe, ja, was das für Grenouille bedeuten muss. Er hat gesiegt, er hat einen Duft erstellt, der die Menschen eben verführt, ihm zu vertrauen. Und wie das Ganze ausgeht, finde ich auch einfach wunderbar. Und von dem her, für mich war das eine hervorragende Lektüre, 10 von 10 Punkten. Meine Schüler, glaube ich, um das zusammenzufassen, fanden vor allem die französischen Begrifflichkeiten schwierig, was ich gestehe. Heißt das jetzt Grenouille oder Grenouille? Ist es die Madame Gaillard oder ist die Madame einfach geil und hart? 8. Klasse, liebe Leute, Pubertät und so und witzig, finde ich persönlich auch. Oder ja, Baldini, ist es der Baldhirni? Wisst ihr, also irgendwann bekommt das Buch halt so eine Eigendynamik in der Klasse. Und das muss auch nicht verkehrt sein, das kann ja auch zur Gaudi beitragen. Aber man muss schon sagen, so allein von der Struktur der Sätze, die ja doch relativ ausführlich ist, und eben von den Wörtern her ist dieses Buch, glaube ich, für eine 8. Klasse noch ein bisschen schwierig. Aber es erzeugt so starke Bilder und ist, glaube ich, visuell auch so anregend und auch so spannend und brutal, dass ich es schon gut finde als Schullektüre. Genau, so viel zu meiner kleinen Hymne zu diesem Buch, Patrick Süskind, Das Parfüm. Man könnte natürlich noch mehr sagen, aber ich denke, das reicht. 10 von 10 Punkten auf jeden Fall, was denn sonst? Julie C. und Simon Urban, Zwischenwelten. Diesen Roman haben wir schon gelesen und besprochen, Astrid und ich, in unserem Podcast. Ja, daher ganz kurz. Das ist natürlich ein E-Mail-Roman, quasi ein moderner Briefroman, in dem zwei Charaktere miteinander schreiben. Einmal ist da Theresa, dann ist da Stefan. Theresa ist Landwirtin und Mutter und Ehefrau und hat ganz, ganz viel an der Backe, hat sehr viel Stress im Beruf und in der Familie. Letztlich ist das auch so eine Umkehrung der klassischen Rollenbilder. Der Mann sagt ihr nämlich, sie arbeite zu viel und sie kümmere sich zu wenig um die Kinder und um ihn. Ja, also letztlich ist es eine Umkehrung, aber sie fühlt sich von allen im Stich gelassen, von der Gesellschaft, von ihrem Mann, von der Politik, von Brüssel, von Berlin und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite sitzt ihr früherer Mitbewohner Stefan, der jetzt der stellvertretende Chefredakteur einer großen Tageszeitung ist. Und der hat sich eben entschieden, er möchte Journalismus nicht neutral gestalten. Er sieht sich nicht als neutrale, ausgleichende Kontrollinstanz, ja, nicht als jemand, der eben beide Seiten oder verschiedene Positionen beleuchtet in der Presse, sondern er steht ein für engagierten Journalismus. Er ist also auf der Seite derjenigen, die moralisch sensibel agieren. Er ist auf der Seite derjenigen, die erkannt zu haben glauben, was das Gute in der Gesellschaft ist und der eben dafür schreibt. Ja, das sind dann so zwei Extrempositionen. Einmal ist unsere Landwirtin eigentlich eher pragmatisch unterwegs und muss tätig sein. Sie muss einfach machen und ist schwer am Straucheln. Sie schläft wenig, ist überarbeitet. Na, und auf der anderen Seite Stefan, der sich permanent in Idealismen verliert. So, und jetzt schreiben die miteinander und es werden ganz viele Diskursflächen aneinander geschoben. Alles relativ rasch, relativ pointiert. Man könnte aber auch sagen, nicht in der Tiefe durchleuchtet und auch gar nicht an die Figuren angeheftet. Also es gibt keine Figurenentwicklung. Das war für mich der große Knackpunkt und Schwachpunkt dieses Romans, einfach die Beziehung und die Figurentiefe, die eben für mich nicht vorhanden war. Aber erstmal, um beim Positiven zu bleiben, ich finde es durchaus mutig, dass C. und Urban sich hier in diese Diskursfläche hineinschmeißen und einfach sagen, wir wagen es, hier etwas auszudrücken. Denn es gibt in dem Buch einen Satiriker namens Hennen und das ist ganz klar identifizierbar als Jan Böhmermann. Und ich bin ein großer Bewunderer von Böhmermann und Schulz. Ich mag einfach deren Podcast und ich finde auch die Sendung toll.
Böhmermann konzentriert sich immer wieder auf ganz gewichtige Themengebiete und kann die beleuchten und dem Bürger damit natürlich nahebringen. Definitiv. Aber in dem Buch geht es auch um, naja, sagen wir mal, das literarische Alter Ego von Vollbrecht, der Biologin, die eben behauptet hat, es gebe zwei Geschlechter, was in jedem Biologiebuch steht. Und Böhmermann hat sich ja wirklich auf sie gestürzt und hat sie eben durch seine mediale Macht eben auch letztlich an den Pranger gestellt. Ja, also Böhmermann, das darf man auch nicht vergessen, ist wahrscheinlich auch nach seinem eigenen Ermessen die Avantgarde, die Speerspitze der engagierten Journalisten, derjenigen, die eben das Gute in der Welt vollbringen wollen. Aber immer dann, wenn du eben mit so einer glühenden Begeisterung unterwegs bist und einfach auch einen Millionenetat und Dutzende Mitarbeiter hinter dir hast und also wirklich deine Reden perfekt schreiben kannst und alles perfekt ausleuchten kannst und so weiter und so fort, dann hast du eine solche Macht, dass du manchmal wahrscheinlich übers Ziel hinausschießt. Und so viele Sendungen von ihm sind halt auch kritikabel. Ja, sind inhaltlich fragwürdig. Für mich auch immer geframed, Sarah Wagenknecht oder Ali Schwarzer. Also ein so starkes Framing, das eben bedeutet, dass diese Personen so unmoralisch erscheinen, dass er sich über sie lustig macht und dass er, glaube ich, auch ganz häufig ja wissenschaftliche Fakten außer Acht lässt, weil er eben davon überzeugt ist, dass man hier einen bestimmten Weg gehen muss. Also gerade, ja, verschiedenste Videos, in denen mir einfach klar wurde, ich mag den total gern und ich finde das wichtig, aber letztlich trägt er auch dazu bei, dass sich dann manchmal so ein richtiger Mob auf manche Personen stürzt, denn Vollbrecht wurde auch angefeindet, die hat Todesdrohungen erhalten, ganz, ganz fürchterlich. Und da erkenne ich durchaus auch die Notwendigkeit von Juli C.'s Prosa. Übrigens wird Juli C. von Jan Böhmermann auch immer wieder erwähnt und durch den Kakao gezogen. Also das ist auch einfach eine unlautere Tätigkeit, die da manchmal auch stattfindet. Olli Schulz bremst ihn auch manchmal ein, was ich auch total gut finde. Ja, also das will ich nur erwähnen. So, ich nehme das natürlich auch einfach nur als Konsument und Zaungast hin und überlege mir dann, ob ich das jetzt wirklich so fair finde, was er tut. Und ganz häufig muss ich sagen, nein. Also jemand, der sich immer als Speerspitze des Guten und des moralisch Integren sieht, der hat halt auch einfach eine Waffe in der Hand und der ist auch manchmal nicht in der Lage zu differenzieren, wann ist etwas vielleicht wirklich ewig gestrig und nicht nur konservativ, sondern reaktionär. Und wann ist jemand doch einfach nur aufgrund seiner Professionalität nicht bereit, von gewissen Grundsätzlichkeiten abzurücken? Das finde ich ganz wichtig. Erzählerisch ist dieses Buch aber schwach. Will ich auch nicht leugnen. Ich fand es sowohl auf der stilistischen Ebene nicht literarisch. Das ist einfach ein WhatsApp-Stil. Die schreiben einfach in so einer ganz kurz aneinander geflanschten Art und Weise und deren Beziehung ist richtig peinlich. Richtig gehend peinlich, wie da immer wieder auch beschrieben wird, dass sie sich jetzt mal getroffen hatten. Ich glaube, sie treffen sich zweimal und das wird dann auch retrospektiv in den E-Mails erklärt. Also das würdest du doch nicht tun. Ich fand es so schön, Theresa, als wir uns sahen und als du mir dann auch entgegengesprungen kamst, da fühlte ich mein Herz, das schreibst du doch nicht in so einer E-Mail. Dann wird so eine Love-Story draus gedreht, die für mich überhaupt nicht zu der Geschichte passte. Das Ende ist, naja, sagen wir mal eben eine Kulminationsspitze und ergibt sich schon so aus diesen Dialogen, aber ist natürlich auch vollkommen überdreht und überspannt. Von dem her, um es kurz zu machen, als Auseinandersetzung mit verschiedenen Diskursebenen und einfach auch Themen der Gegenwart ist es wichtig und ich finde es gut, dass Sie das machen, weil es natürlich auch ein Phänomen der Gegenwart ist, glaube ich, dass man sich über sehr viele Themen moralischer Natur unterhält, aber erzählerisch finde ich sehr schlecht und deswegen gibt es von mir 5 Punkte für dieses Buch. So, dann habe ich noch gelesen von Jörg Fauser, Rohstoff. Jörg Fauser ist ein deutscher Schriftsteller, der 87 im Alter von Anfang 40 beschlossen hat, dass er jetzt nach seiner eigenen Geburtstagsparty vermutlich etwas angetüdelt über eine Autobahn gehen müsste, um schneller nach Hause zu kommen und der dabei eben tödlich erfasst wurde. Ein Schriftsteller, der in Rohstoff eben auch von seiner Drogensucht berichtet hat, erstmal von seiner Opiumsucht, glaube ich, später dann von seiner Alkoholabhängigkeit in Frankfurt. Die Opiumsucht war noch in Istanbul und der Rohstoff im Titel bezieht sich natürlich auch auf den erzählerischen Stoff, auf das Leben, das Jörg Fauser immer zur Literatur verarbeiten wollte. Ja, denn dieser Jörg Fauser hat hier in dieser autofiktionalen, wobei das vielleicht auch zu weit führt, diese Interpretation, das ist schon ein Roman, der aber doch sehr stark angelehnt ist an das eigene Leben. Also in diesem vielleicht autobiografisch motivierten Roman geht es letztlich aber immer wieder auch um Frauen, es geht um Frauengeschichten. Jörg Fauser ist dann zurückgekehrt in Deutschland, auch ein Teil der Hausbesetzer-Szene in Berlin, ja, und dann in Frankfurt. Wohnt er eben mit anderen Linken, mit Studenten, mit Anarchisten zusammen, die den Staat umstürzen wollen. Wir sind ja auch in der Zeit der RAF, wir sind in der Zeit
der großen politischen Bewegungen. Ja, und all das findet hier eben statt, teils als Hintergrundfolie, denn eigentlich ist Jörg Fauser mehr oder weniger unpolitisch. Er lebt da halt, weil er so besser an die Frauen rankommt, weil er mal jemanden findet, mit dem man eine Line ziehen kann, ein Bier trinken kann und weil er sich halt immer wieder vorstellen kann, dass er jetzt aber bald mal anfangen wird, seinen großen Roman zu schreiben. Er schreibt auch, aber ist offenbar aufgrund seiner sehr innovativen, besonderen Schreibtechnik nicht in der Lage, dieses Manuskript zu verkaufen. Ja, große Vorbilder von ihm sind natürlich die Beatnik-Literaten aus den USA, Burroughs, ja, oder Ginsberg, heißt er so? Ich weiß nicht, wie die heißen. Kerouac, genau. Also diese großen Beatnik-Autoren mit ganz besonderen Cut-Up-Techniken, die die Literatur auf eine ganz neue Ebene bringen wollten, die das Tradierte zerstören wollten, die alte Normen und Formen eben auch über den Haufen werfen und was ganz Neues daraus machen wollten. All das will Jörg Fauser auch und davon berichtet er. Er berichtet davon allerdings in einer massiv konventionellen Art und Weise, denn dieser Roman ist mehr oder weniger einfach nur runtergerockt von A nach B oder von A nach Z. Das heißt, für mich war das jetzt nicht innovativ und entweder ist es ein gekonnter Schachzug, das eigene Schreiben sozusagen ironisch zu konterkarieren. Er will innovativ schreiben auf eine ganz einzigartige, experimentelle Art und Weise, aber das, was dabei rauskommt, ist dann eigentlich 0815 Prosa oder es ist nicht bewusst und er macht es halt einfach auf die Weise, die er vielleicht für innovativer hält als ich. Vieles an dem Buch mochte ich. Ich mochte dann auch diese ganze Säuferszene in Frankfurt. Ich finde sowieso, die Alkoholabhängigkeit und die Literatur gehen wunderbar zusammen. Das ist ein Medium, in dem sich dieses ganz besondere Gesöff und die Abhängigkeit davon sehr intensiv, fürchterlich intensiv, aber eben auch literarisch gewinnbringend umsetzen lässt. Die ersten Jahre der Drogenabhängigkeit, also der Opiumabhängigkeit, die konnte ich weniger nachfühlen, vielleicht auch, weil das nicht die Droge meiner Wahl war. Ich habe das noch nie genommen und deswegen fehlt mir da vielleicht auch die Erfahrung. Insgesamt ein lesenswertes Buch. Ich meine, es ist, wenn man so will, natürlich auch etwas, ich will das Wort jetzt auf gar keinen Fall wählen, das mir im Kopf herumgeistert. Es ist sehr offensiv in seiner Behandlung der Weiblichkeit, also des Ausnutzens der weiblichen Körper. Ja, aber das ist nun mal die Geschichte eines jungen Mannes, der letztlich nicht der große Künstler ist, nicht das große Genie, sondern eigentlich verhaftet in seiner Sucht. Dynamik, ne? Ist ein suchtaffiner Mensch in sehr vielerlei Dinge und das muss man einfach auch sich bewusst machen. Aber dann, glaube ich, hat man hier eine unterhaltsame Lektüre, die uns nochmal führt in die 60er, 70er Jahre und in die Psyche eines Mannes, der eben Schriftsteller werden will, während er sich die Hucke vollsäuft und auf sein Leben nur mittelmäßig klarkommt. 6 von 10 Punkten. Dann habe ich die Kopenhagener Trilogie beendet. Der erste Teil war ja Kindheit von Tove Ditlevsen. Danach kam Jugend, das Axel-Buch hier. Und dann kommt Abhängigkeit. Übrigens das für mich verwirrendste Cover. Denn dieser untere Teil, der kann doch wirklich nicht zu dem oberen Teil passen. Oder ich glaube, ich saß hier viele Minuten davor und habe überlegt, was mir das um Gottes Willen sagen soll. Jedenfalls Tove Ditlevsen in dieser autofiktionalen Literatur schildert ihre Zeit als Schriftstellerin. Sie ist erwachsen, sie hat einige Bücher veröffentlicht, sie ist angekommen, die Bücher sind beliebt, sie werden eben auch gekauft und Tove Ditlevsen kann vom Schreiben leben. Das ist natürlich erstmal ein Erfolg, man würde denken, das feiert sie, aber das ist eher eine Randbemerkung. Der Stil bzw. die Tonalität dieses Buches würde ich als unterkühlt und manchmal auch als bewusst unempathisch bis aggressiv bezeichnen, ja, bis herzlos. Ich gebe euch mal ein Beispiel, ihre Tochter wird geboren und da sagt sie zunächst, sie sei erstaunt über die Hässlichkeit dieses Babys. Und auf Seite 60 sagt sie, ich glaube, ich mag Menschen nur, wenn sie sich auch für mich interessieren. Deshalb könnte ich nie unglücklich verliebt sein. Das klingt natürlich wie eine Selbstanalyse, in der etwas sehr Kritisches, Egozentrisches steckt. Ja, also, dass sie eigentlich eher an Menschen interessiert ist, die sie feiern oder für die sie etwas bedeutet. Und das zieht sich eben auch durch die anderen Themenkreise, die da sind, die Ehen. Denn Tove Ditlevsen war 4-mal verheiratet und in Abhängigkeit werden 3 Ehen etwas näher geschildert. Und der letzte Mann, Viktor, taucht zumindest ganz am Ende noch auf. Mit ihm wird sie eine mehr oder weniger wohl glückliche Ehe über einige Jahrzehnte führen, wobei sie sich ja umgebracht hat. Also so schön kann es nicht gewesen sein, ohne jetzt Viktor zu nahe treten zu wollen. Aber irgendwie, glaube ich, war Tove Ditlevsen wirklich eine
frühgebrochene Person. Und wenn ich jetzt als Hobbypsychologe, der ich natürlich auch manchmal bin, also es geht nicht anders als Leser, wenn ich das analysieren müsste, dann würde ich sagen, man erkennt hierin schon ihre Therapiebedürftigkeit. Tove Ditlevsen, was ist es? Sie trennt sich von ihrer großen Liebe, von einem Mann, den sie offenbar wirklich geliebt hat, weil es einen anderen Mann gibt, einen Arzt namens Karl, der ihr Medikamente verschaffen kann. Und sie ist sehr bald Petidin-abhängig, beziehungsweise auch Opiat-abhängig. Und deswegen braucht sie einfach die Tabletten. Sie tut alles dafür, um ständig ihre Dosis zu bekommen. Und dafür heiratet sie letztlich einen ganz widerlichen Psychopathen, nämlich Karl. Und daher ist für mich auch nicht stimmig, was ich bei Goodreads gelesen habe, dass Karl sie eben manipuliere und in eine Sucht treibe. Also das ist für mich eine Verteidigung von Tove Ditlevsen, die für mich nicht stimmig ist. Denn das macht sie bewusst. Sie geht bewusst diese Ehe ein. Sie trennt sich von dem vorherigen Mann und entfernt sich auch von ihren Kindern. Also während sie eben drogenabhängig ist, hat sie kein Interesse mehr an ihrer Mutterrolle und wird ihre Kinder auch vernachlässigen. Und das schildert sie eben auch. Dieses Buch ist so schmerzhaft ehrlich, ja, dass der Leser sich vielleicht hier auch manchmal betroffen darüber zeigt, was Tove Ditlevsen hier erlebt hat, aber auch, was sie anderen angetan hat. Und vielleicht ist die Größe dieser Literatur auch damit erklärbar, dass man eine so offene Selbstanklage und Selbstanalyse selten findet. Ja, und dass der Leser in der Lektüre dieser Selbstanklage vielleicht auch eine eigene Selbstanklage vornehmen könnte. Oder eben dass er auf die gesellschaftliche Bedingung auch dieser Tove Ditlevsen aufmerksam gemacht wird, die natürlich auch in der Zeit des Nationalsozialismus, also der nationalsozialistischen Besetzung Kopenhagens, schreibt, arbeitet und heranreift. Da ist ja immer noch eine junge Frau. Und vielleicht ist das einfach so prägend für sie. Und eventuell gibt es da auch noch andere maskulin dominierende Faktoren, die sie letztlich in diese Rolle drängen. Aber das ist alles mehr oder weniger spekulativ. Also sie schweigt sich da aus. Sie ist natürlich eine auch feministisch interpretierbare Literatin. Das ist sie selbstverständlich als erfolgreiche Schriftstellerin zu der Zeit. Aber sie ist keine, die dieses Themenfeld für mich irgendwie in ihren Roman einbaut. Weder als für sich stehender Komplex, noch als Ebene oder sozusagen als Betrachtungsfokus. Ja? Das ist eigentlich bei Tove Ditlevsen nicht vorhanden. Und vielleicht ist gerade das ihre Größe, dass man sich fragt, warum sie das so beschreibt, warum sie da so kalt, so unempathisch, so ehrlich ist, warum sie sich letztlich auch als suchtaffin darstellt, als therapiebedürftig, letztlich in vielerlei Hinsicht als psychisch gebrochen. Natürlich habe ich dann manchmal auch in Kindheit hineingeschnuppert, denn hierin fand ich ja die Beziehung zur Mutter, die sehr kühle Beziehung zur Mutter, so faszinierend und so schrecklich. Die Mutter, die sie ja nicht angenommen hatte, die Mutter wollte eigentlich in Tove, in der kleinen jungen Tove, eher eine Frau haben, eine Freundin haben. Und ich habe mir dann überlegt, ob das vielleicht nicht schon der Ursprung letztlich ihrer Gefühlskälte war und auch des fehlenden Interesses an den eigenen Kindern. Ja, und das wäre natürlich auch ein starker Kreislauf gewesen. Allerdings widerspricht dem nun mal Jugend, denn in Jugend ist das Verhältnis zur Mutter plötzlich komplett problembefreit. Die Mutter existiert und man kümmert sich einfach nicht so richtig umeinander. Aber das ist eher ein desinteressiert, aber durchaus wohlwollendes Verhältnis. Ja, von dem her durchaus eine unterschiedlich zu bewertende Lektüre. Ein soziologisch natürlich reicher Roman, obwohl er so kurz ist. Und einer, der aufgrund seiner Kälte, aber manchmal auch seiner glühenden, sehr warmen Momente zu überzeugen weiß. Ein Roman, der mich definitiv nicht kalt gelassen hat, der von mir 8 von 10 Punkten bekommt. Abhängigkeit, Tove Ditlevsen. Erklärt mir bitte, ist das die Frisur der Frau wirklich? Das passt irgendwie nicht zusammen, finde ich. Na gut, ich weiß es einfach nicht. Man staunt und wundert sich. Ja, man staunt und wundert sich natürlich auch über Jane Austen, denn ich habe ihren letzten Roman gelesen, Überredung, der posthum erschienen ist, 1818. Da war Jane Austen natürlich schon viel zu jung, im Alter von 41, verstorben. Kurz ein Wort zur Ausgabe hier im Reklamverlag erschienen. Der Reklamverlag hat Blümchen drauf geklatscht, okay, was ich ja schon klischiert finde. Und er hat vergessen, beziehungsweise hat an einer Plastikfolie gespart oder dachte sich, das sei vielleicht die ökologisch bessere Variante. An sich ja kein schlechter Gedanke, aber du nimmst dieses Buch einmal mit in dein Badezimmer und dann ist die Luftfeuchtigkeit so hoch, dass es dir das komplette Buch zerreißt, zerfrisst, zerstört. Das finde ich jetzt nicht mehr schön. Ne? Nur mal kurz so viel.
Die Fischer-Klassik-Ausgabe hier, die sieht immer noch so aus, nach einem kompletten Lektüregang, eigentlich wie neu, plan gerade. Sie lädt zum Verweilen und zum erneuten Lesen ein, abgesehen natürlich von meinen Schmierereien. Aber das ist besser. Und die nächsten drei Romane von Jane Austen werde ich mir definitiv wieder gönnen durch den Fischer-Klassik-Verlag. Ja, aber es geht ja letztlich um den Inhalt, nicht wahr? Anne ist hier unsere Perspektivfigur. Genau, Anne Elliot. Sie ist Ende 20 und gilt damit schon als ältere Frau in der Familie Elliot und natürlich auch im Erzählkosmos von Jane Austen. Das kam so. Es ist nicht so, dass unsere Anne unbeliebt gewesen wäre. Nein, ihre mütterliche Freundin hat ihr gesagt und hat sie eben überredet, dass sie den ja schneidigen, charismatischen, attraktiven Kapitän zur See, Frederick Wentworth, nicht heiraten solle, aus unterschiedlichen Gründen. Und Anne hat das auch getan. Sie hat ihn also nicht geheiratet und ist jetzt unverheiratet. Das wird in einem Bild auch stark deutlich. Sie spielt auf dem Klavier, während ihre jüngeren Cousinen und sonstigen Familienmitglieder tanzen. Sie ist also nicht mehr die Tänzerin, sondern die ältere Dame. Dadurch hat sie natürlich, obwohl sie nur Ende 20 ist, ne, wohlgemerkt, dadurch hat sie aber auch die Rolle einer reifen, intelligenten, erfahrenen Persönlichkeit. Das ist vielleicht dann auch für den weiteren Verlauf ganz entscheidend. Ja, wir sind hier wieder bei den Gentries übrigens, also bei der landadeligen Bevölkerung, die nicht arbeiten muss, selbstverständlich. Es ist auch ein Gesellschaftsroman. Anne hat also sehr viele Familienmitglieder, sehr viele Schwestern, Cousinen, Tanten, Onkel und so weiter und so fort. Und die haben jeder wiederum dann Bekannte. Also es ist ein sehr figurenstarker Roman und ich habe auch nicht immer durchgeschaut, wer da jetzt eigentlich gerade spricht. Aber ich glaube, das war jetzt auch nicht weiter entscheidend. In der ersten Hälfte war ich von diesem Roman sehr angetan, wirklich sehr überzeugt. Das liegt an verschiedenen Punkten. Erzählerisch gefällt mir hier die vielleicht auch altbekannte Dialoglastigkeit. Das ist ein Gesellschaftsroman, was bedeutet, dass diese Familienmitglieder immer wieder aufeinander treffen, miteinander essen, trinken, parlieren, tanzen, spazieren gehen. Und da ist natürlich Jane Austen eine Meisterin dieses ironischen, humorvollen Stils. Gerade an einigen Nebenfiguren wird es deutlich. Ihr Vater zum Beispiel ist ein eitler Gockel, der ganz viele Spiegel in seinem Schlafzimmer aufgehängt hat, damit er sich jederzeit komplett betrachten kann. Und alles, was für ihn wichtig ist, ist letztlich das Aussehen eines Menschen. Das ist herrlich, weil es immer wieder ganz lustige Elemente in diesen Roman bringt. Und auch die Schwester Mary ist so eine Figur, über die man sich amüsieren kann. Denn sie ist wehleidig. Sie ist chronisch und durchaus auch geplant wehleidig. Immer dann, wenn sie sich alleine fühlt, dann hat sie plötzlich massive Kopfschmerzen, sodass sich alle bitte um sie kümmern müssen, sodass alle sofort zu ihr kommen müssen. Ja, also hier wird auch so eine gewisse Wehleidigkeit vielleicht eher an Frauen vorgeführt und eben auch als Versuch gewertet, in der Gesellschaft letztlich nicht ausgestoßen zu werden. Und das macht Jane Austen natürlich auch zu einer, wie gesagt, leisen Kritikerin dieser Gentries und dieser Gesellschaftsschicht, zumindest in Form von manchen Nebenfiguren. Das fand ich schön. Schön fand ich auch einige Spaziergänge durch die Wiesen und durch die Wälder, denn das erzeugt eine visuelle Ebene, die die sonstigen Gesellschaftsszenen eben wunderschön auflockern. Ja? Und das hatte ich so aus den anderen Romanen Gefühl und Vernunft und Stolz und Vorurteil gar nicht wahrgenommen. Zumindest in meiner Erinnerung gab es da weniger Szenen, die in der Natur spielten. Und drittens hat mir auch sehr gut gefallen, dass es hier eine Art gibt von, ja, Kausarien, glaube ich, nennt man das ja bei Theodor Fontane normalerweise. Wenn Menschen halt in so einer nett, angenehmen, fröhlichen, geistvollen Art und Weise über gesellschaftliche Themen der Zeit plaudern. Ja? Und wenn dadurch der Leser eben auch gebildet wird, wenn er eingeführt wird in bestimmte Themen, aber das eben auf eine lustige Art und Weise, auf eine einfache Art und Weise, dann nennt man das ja, soweit ich weiß, Kausarien. Und das findet sich jetzt hier auch bei Jane Austen, denn Frederick Wentworth, der heiße Boy, und einige Nebenfiguren sind ja angestellt bei der Marine. Sie sind also im Kampf gegen Napoleon engagiert und das wird beschrieben. Das ist spannend. Ne? Die Frauen sitzen dann zusammen und laben sich an den Geschichten des Hotten Boys Frederick, der davon berichtet, dass er französische Fregatten aufgebracht hat und dass er sie dann betreten hat. Ja, sowas in der Art. Und das ist natürlich auch für mich ganz schön gewesen. Und da dachte ich schon, okay, wenn die Geschichte jetzt so weitergeht, dann bin ich überzeugt. Dann bin ich jetzt wirklich ein Austenist geworden. Bin ich aber nicht. Denn freilich, darin steckt auch übrigens noch, um das zu erwähnen, der romantische Liebesdiskurs. Will ich auch nicht verleugnen. Ne, Jane Austen
beschreibt hier eine Anne, eine Protagonistin, die ähnlich wie, wer war es denn, Thiago und sonst nix, ne, es war Pep Guardiola. Ne? Und so würde Anne wahrscheinlich sagen, Frederick oder nix. Die will nicht mehr in ihrer Standesgesellschaft heiraten, der geht es nicht darum, dass sie einen guten Mann findet, der reich ist, der einen sozialen Stand hat, der den ihren vielleicht verbessert oder zumindest nicht verschlechtert. Nein, es geht ihr wirklich um die Ähnlichkeit der Charaktere, um eine Liebesehe, die sie eben mit Frederick haben möchte. Allerdings ist der zweite Teil dann in Bath angesiedelt, also an der Küste im Städtchen, und da dominierte für mich nahezu einzig und allein das Gesellschaftliche, also immer wieder das Geplaudere von diesen Gentries, über Gentries, die mit anderen Gentries heiraten könnten, sollten, müssten. Wer ist wie hoch angesiedelt in der Gesellschaft? Gibt es da vielleicht eine hochstehende Adelige, die aber eigentlich sehr tump ist, aber die man trotzdem ja vielleicht auf der Straße neben sich führen sollte, damit andere schauen und begeistert sind? Ja. Und das dominierte für mich, und es dominierte für mich dann eben auch noch ein relativ rasch durchschaubares Vexierspiel mit einem Nebenbuhler, der eben um Annes Hand anhält, obwohl der offenbar nicht das ist, was er zu sein scheint. Und was mich wirklich gestört hat und was diesen Roman für mich eben auch wieder rauskatapultiert hat aus meinen Favoriten, war folgende Tatsache. Anne hat eine ganz besondere Eigenheit. Sie charakterisiert und durchleuchtet all ihre Mitmenschen, auch Menschen, die für sie nicht weiter wichtig sind. Und sie kann immer deren Charakteristik feststellen, deren Intelligenz, deren Eigenschaften, deren feststehende Persönlichkeit also. Sie sagt zum Beispiel, dort war die Frau, irgendeine Frau in Bath, sie war mittelintelligent, sie war geprägt von großem Neid, aber auch von einer gewissen Güte. Und ein dominierendes Merkmal war außerdem ihr Interesse. Und sie war verheiratet mit einem intelligenten, aber faulen und trägen Mann, der seit kürzerem auch hochmütig war. Ja, also das sind so Figurencharakteristiken, die die Menschen festbrennen. Und für mich ist das erzählerisch problematisch, weil Jane Austen das nicht szenisch beschreibt. Also wir lernen diese Personen nicht kennen, sondern wir erleben wirklich nur diese Festlegung, diese normative Festlegung von Anne, die eben immer wieder den Charakter und damit natürlich auch die Güte von Menschen durchschaut. Und ich finde das super unsympathisch. Ich finde das natürlich auch einfach normativ bzw. naturalistisch falsch. Also ich weiß nicht, wovon sie ausgeht, aber wenn dich jetzt jemand so anlächelt, dann kannst du ja nicht gleich sagen, er sei irgendwie hochnäsig. Du weißt ja überhaupt nicht, von welchen Faktoren diese Person gerade dominiert wird. Also diese Festlegung von Menschen auf der Grundlage einer scheinbaren eigenen Intelligenz und einer Durchdringung der Gesellschaftsschicht, in der man lebt, die empfand ich als unangenehm. Ja? Und natürlich werden jetzt Jane Austen-Fans einwerfen, das zeigt, dass Anne eine intelligente Frau ist, die in der Gesellschaftsschicht lebt und diese eben auf Grundlage ihrer Erkenntnis, auf Grundlage ihrer Erfahrung durchschauen kann. Und dass das eben sozusagen eine Evolution ist, auch erzählerisch, gegenüber vorherigen Beschreibungen, die sich vielleicht nur auf den Status innerhalb der Gesellschaft bezogen haben. Also eine adelige Person war immer gut und ein Bauer war vielleicht immer faul oder sowas in der Art. Ne? Ist jetzt übertrieben, aber das hier also Anne als intelligente Frau gekennzeichnet ist. Wahrscheinlich ist es wirklich eine Art von Evolution, die da eben Anfang des 19. Jahrhunderts bei Jane Austen stattfand und die man bemerken kann und die natürlich auch proto-feministische Züge trägt. Freilich, definitiv. Eine Frau, die fordert, ich möchte diesen Mann haben, das ist schon stark. Definitiv. Aber es ist halt eine Evolution auf einen Stand, der auch nicht gut ist. Ne? Also da ist für mich nicht viel gewonnen. Und war dann, glaube ich, auch relativ schnell wieder ad acta gelegt. Ja. Das ist halt für mich eine Figurenzeichnung, die diese Romane heute nicht besonders modern machen. Und das stört mich, weil es ja das grundsätzliche Element der Beziehung zwischen den Menschen ist. Das ist sozusagen der soziale Kitt, dass Anne oder alle Protagonistinnen, also das fiel mir auch bei anderen Werken auf, ihre Mitmenschen halt durchschauen und auch davon so überzeugt sind und das auch nicht mehr verändern. Also, langer Rede, kurzer Sinn. Es ist ein Roman, der mir am Anfang großen Spaß gemacht hat, dessen Stil natürlich Jane Austen typisch gut, elegisch und dialoglastig ist und der einige Spezialfälle aufweist, wie ich jetzt hoffentlich auch klar gemacht habe, aber der hinten raus für mich verliert, nicht modern ist, mich nicht überzeugen konnte und deswegen bekommt Überredung von mir 6 Punkte. Genau. Jetzt schreibt mir doch bitte in die Kommentare, was ihr von diesen Romanen haltet, von den Büchern, die ich hier gerade besprochen habe.
Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meine Meinungen natürlich auch nochmal mit euren garniert, würzt oder ganz andere Meinungen reinbringt. Also ihr müsst nicht gleich brechen. Bitte nicht in die Kommentarbereiche reinbrechen, das fände ich unangenehm. Ich muss es ja aufwischen, ich bin ja der Hausmeister. Ich würde mich freuen, wenn ihr eben eure Meinungen da lasst. Denn das finde ich so toll und dafür bedanke ich mich übrigens an der Stelle auch nochmal, dass eure Kommentare so kenntnisreich sind, so wertschätzend und dass ihr immer wieder Interpretationsansätze liefert, wodurch der Zuseher eines Videos und auch der Leser eines Videos, ne, in den Kommentarbereichen, dann wirklich einen vielstimmigen Blick auf ein Buch gewinnt. Und das macht diese Videos, glaube ich, wirklich sehenswert. Ich finde, wir haben da eine wunderbare Rezensionsallianz geschmiedet und ich bin euch sehr dankbar dafür. Deswegen gerne raus, liebe Jane Austen-Fans oder auch meinetwegen Tove Ditlevsen-Fans oder Julie C.-Fans. Was sagt ihr zu den Werken? Ich würde mich freuen, wenn wir wieder ein bisschen ins Quatschen reinkommen. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns bald wieder. Macht's gut. Bis bald. Tschüss.